Hallo ihr Lieben, willkommen zum fünften Teil der optischen Kantenantastung. Gegenüber dem letzten Video gab es dann doch noch eine Änderung. Im letzten Video wurde das LED-Licht über das Handy gesteuert, über Bluetooth, war eine feine Sache, konnte man auch schöne blinkende Lichtchen mitmachen, aber die Funktionalität, die man jetzt für die Kantenerkennung braucht, die konnte die App nicht liefern. Für eine bessere Kantenerkennung ist es gut, wenn wir eine einzelne LED ansteuern können, also irgendeine von denen halt auswählen und die ansteuern kann, damit das Licht aus einem bestimmten Winkel kommt. Und das ging mit der Handy-App nicht und deswegen musste ich da jetzt was anderes machen. Ich steuere das jetzt über ein ESP. Der ESP steuert das Ringlicht und der ESP bekommt seine Informationen über diesen Encoder. Mit diesem Encoder kann ich dem ESP sagen, was er ausgeben soll. Das seht ihr dann aber beim Zusammenbau nachher noch ein bisschen genauer. Ich zeige euch jetzt die Kamerahalterung noch mal im Schnitt, dass man ein bisschen besser sieht, wie sie aufgebaut ist. Bei der Höhenantastung habe ich jetzt hier Platz, also einen Übergang von hier nach da. Da kann ich Kabel verlegen. Die Kamera wird hier ausschließlich über USB versorgt, also über diesen USB-Anschluss wird die Kamera versorgt, die man jetzt nicht sieht. Der ESP oder D1 Mini heißt der. Der wird darüber versorgt und das Ringlicht. Mit dem Encoder und dem D1 Mini ist es nun möglich, einzelne LEDs anzusteuern. Ihr seht als nächstes die Fertigung im Zeitraffer und danach gehe ich auf die einzelnen Teile noch mal ein bisschen genauer ein und zeige euch dann den Zusammenbau. Zunächst setze ich Zentrierbohrungen in der Halteplatte und dann werden die Langlöcher gefräst für die Befestigung an der Spindel. Dann werden die Gewinde auf der Ständerbohrmaschine geschnitten. Das geht schneller als Gewindefräsen. Die Pommteile werden gefräst. Das ist die Halteplatte für die Stange, für die Höhenantastung. Das Plexiglas habe ich einmal gefräst und einmal gelasert. Also lasern war da auf jeden Fall die bessere, schnellere Möglichkeit. Ich habe gleich mal ein paar Ersatzgläser gelasert. Dann auch die Abdeckung gedruckt. Und das war dann der größte Teil von der Fertigung. Den Ring für die Höhenantastung habe ich einmal überfräst und dann musste noch eine Bohrung rein für das Gewinde, mit dem ich den Stab feststellen kann. Und dazu konnte ich die Kamera schon nutzen. Hier sieht man das Ringlicht ganz schön und durch die Plexiglasscheibe sieht man das Objektiv der Kamera. In der Mitte ist der D1 Mini, der auf einem ESP 8266 basiert. Rechts seht ihr noch den Drehencoder. Und oben rechts kann man den USB-Anschluss erkennen. Zunächst hatte ich vorgehabt, eine Platine zu fräsen, damit die Kabelmenge ein bisschen weniger wird. Die Planung werdet ihr gleich auch noch sehen. Ich zeige euch mal, wie ich da die Platine gefräst hätte. Das wäre meine erste Platine geworden. Das Erstellen des G-Codes in Fusion ging wirklich recht einfach. Das werdet ihr dann gleich auch noch sehen. Letztendlich habe ich mich dann doch gegen die Platine entschieden und habe diese Hauptleitung, also die Masse und die 5-Volt-Leitung, wo es sehr viele von gibt, einfach auf Vago-Klemmen gelegt und dafür bei der Konstruktion auch schon den entsprechenden Platz eingeplant. Das ist die Halteplatte für die Höhenantastung. Also hier kommt die Stange durch. Sieht man jetzt nicht, da ist das Loch, das geht dann hier so durch. Hier haben wir die Kontaktstifte, einer hier, einer da. Von hier aus kommen die 5 Volt von der Vakuumklemme und hier geht es zur Masse zu der anderen Vakuumklemme. Für die Stifte habe ich zunächst kleine Bohrungen durchgebohrt, sodass dieser Stift hier vorne durch kann.
Dann habe ich mit einem nächstgrößeren Bohrer gebohrt, so dass man die Hülle von dem Stift ungefähr bis dahin vorschieben kann. Und dann nochmal größer vorgebohrt, dass ich hier eine Madenschraube einsetzen kann. Das ist jetzt eine M8er Schraube, die hat in der Mitte so eine Mulde und dadurch zentriert sich der Stift auch nochmal sehr schön. Dieser Kontaktstift ist nachher oben und den habe ich nochmal mit einer kleinen Madenschraube fixiert. Von den 5 Volt geht es jetzt über den Vorwiderstand zur Begrenzung des Stroms an die LED. Von der LED geht es dann hier hoch und wenn später hier der Messingring von der Anfassstange den Kontakt schließen würde, also hier von dem Messingring über die Stange, würde es dann von der Stange nach hier weitergehen und zur Masse geschaltet. Dann wäre der Stromkreis geschlossen und die LED würde leuchten. Dieser Kanal ist nur dafür, dass ich die Masseleitung nachher hier über diesen freien Bereich an die Vakuumklemmen anschließen kann. Dieser Bereich hier, der ist ja überdeckt von den anderen Pumpplatten. So, die Teile sind soweit vorbereitet. Jetzt baue ich es mal zusammen. Hier ist nur die Kamera drin. Die Kamera wird hier mit USB angeschlossen. Und von der Unterseite des USB-Anschlusses habe ich mir 5 Volt und Masse geholt. Hier unten ist das Ringlicht, das bekommt 5 Volt und Masse und noch ein Signal von dem ESP. Also das ist dieser kleine hier. Und über den Encoder und den ESP kann ich das Ringlicht steuern. Ja, fangen wir einfach mal an. Also als allererstes würde ich jetzt mal den oberen Klotz anschrauben. Dazu muss ich zunächst die Kamera anschließen. Die Kamera ist direkt mit USB verbunden. Also mit diesem USB-Anschluss hier hinten. Dann kann ich den hier anschließen. Das ist die Verbindung von dem Encoder zu dem ESP. Dann brauchen wir die Leitung. Das ist die 5-Volt-Leitung. Dann noch die Masseleitung. Kann ja auch schon mal hier die Höhenantastung anschließen. Und hier kommt die Masse dran. Das mache ich jetzt erstmal nur provisorisch. Einmal die Masse anschließen und einmal 5 Volt. Das mache ich jetzt erstmal nur für den Test, weil ich das noch gar nicht getestet habe. Das Ringlicht, das können wir noch anschließen. So, das müsste eigentlich soweit alles angeschlossen sein. Jetzt kann ich noch den Stab einführen für die Höhenantastung. Der würde hier oben schalten. Also hier kommen die 5 Volt drauf. Das geht dann auf die Diode. Und von hier aus geht es dann über diesen Taster. Wenn der schließt, dann wäre jetzt der Stromkreis von hier über den Stab zur Masse geschlossen. Und die LED wird leuchten. Und wenn ich es hochfahre, dann ist der Stromkreis nicht geschlossen. Soweit der Plan. Jetzt können wir gleich mal einen USB-Anschluss nehmen und gucken, ob das soweit funktioniert. Die Verkabelung, die muss ich natürlich dann noch ein bisschen besser machen, dass das hier alles ein bisschen sauberer wird. Aber jetzt geht es erstmal nur um den ersten Eindruck, um zu gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert, wie ich es möchte. So, die LED leuchtet schon mal.
Ich kann die Helligkeit einstellen. Wenn ich einmal klicke, kann ich die LED laufen lassen. Ich kann auch zwei LEDs nebeneinander laufen lassen. Oder drei. Helligkeit regeln. Das scheint alles gut zu funktionieren. Jetzt müssen wir uns mal angucken, was die LED hier so macht. Im Moment leuchtet sie nicht. Ja, und wenn der Kontakt da ist, dann leuchtet sie. Also soweit funktioniert es alles. Muss halt eben jetzt noch ein bisschen sauber verkabelt werden. Dann kommt noch ein Gehäuse drum und dann soll das funktionieren. Den Wemos D1 Mini, der auf einem ESP8266 basiert, könnt ihr in der Arduino IDE programmieren. Und ich zeige euch mal kurz das Programm. Ich werde das Programm aber auch in die Videobeschreibung legen. Im oberen Bereich seht ihr die Pin-Belegung von dem D1. Man sieht auch hier, dass ich die Helligkeit begrenzt habe. Also der Maximalwert wäre 255. Und ich werde auch das WLAN-Modul des D1 Mini abschalten, einfach um Strom zu sparen. Alle Komponenten werden ja von einer USB-Leitung versorgt. Ihr seht hier nochmal die verschiedenen Modi. Also in einem Modi kann ich das Licht einfach in der Helligkeit regeln. Der zweite Modus ist dann dafür, dass es eine LED an ist, dann zwei LEDs, drei LEDs. Und nachdem der dritte Modus durch Klicken ausgewählt wurde, würde bei einem weiteren Klick wieder in den nullten Modus zurückgesprungen. Also es läuft quasi so im Kreis durch. Durch weiteres Klicken kommt man immer durch diese ganzen Fälle durch. Und wenn man durch ist, fängt es am Anfang wieder an. Wifi wird hier ausgeschaltet, einfach um Strom zu sparen. Ich denke, dass ich jetzt alles erkläre, wäre zu viel. Wer Lust hat, kann ja einfach mal reingucken. Wie gesagt, das liegt unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt dann über diese Arduino IDE das Programm hochladen auf den D1 Mini. Im Schaltplan sieht man die Verbindung noch mal ein bisschen besser. Zur Erklärung, das wäre die USB-Buchse, also hier kommt das USB-Kabel rein. Das ist 1:1 weitergeleitet auf die USB-Kamera. Von der USB-Kamera habe ich mir die Versorgungsspannung und die Masseleitung auf die beiden Vago-Klemmen gelegt. Und von diesen Vago-Klemmen geht es dann zum D1 Mini oder hier zum Ringlicht und natürlich auch zur Höhenantastung. Ich hatte kurzfristig auch mal überlegt, eine Leiterplatte herzustellen. Zumindest für den Drehencoder und den Wemos und einen Anschlussblock für das Ringlicht zu machen. Hab's dann aber nicht gemacht, aber ich kann euch trotzdem mal zeigen, wie ich es gemacht hätte. Also einen Schaltplan gezeichnet. Dann komme ich zur Leiterplatte. Auf der Leiterplatte hat man dann Luftlinien, die man zeichnen kann. Also ich habe die manuell gezeichnet. Es könnte auch geroutet werden, also automatisch passieren. Von der normalen Leiterplatte kann man dann hier so ein Knöpfchen auf die 3D-Leiterplatte übergehen. Hier hat man jetzt die Bestückung. Die Bestückung ist von oben. Ich habe eine einseitige Kupferplatine, oder hätte ich genommen. Und auf der Unterbahn würde man jetzt die Leiterbahn sehen. So, für das Fräsen kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen was ausblenden. Und zwar würde ich hier die Packages mal ausblenden, dass die weg sind. Und dann können wir uns mal anschauen, welche Fräsoperation oder Bohroperation ich gewählt habe. Also für die Bahn habe ich das Projizieren genommen, 3D-Projizieren und dann normales Bohren für die Bohrung. So, wir können es uns mal in der Simulation anschauen. Dafür schalte ich das Modell aus.
Es werden zunächst die Bahnen gefräst. Und jetzt kommen noch die Bohrungen rein. Also, wenn es jemand interessiert, kann ich gerne mal ein Video dazu drehen, wie man so eine LiDAR-Platte herstellt. Auch wenn ich bisher noch selbst keine hergestellt habe, aber ich denke, das Fräsen sollte dann kein Problem sein. Es hat mich dann doch interessiert, wie sich so eine Platine fräsen lässt. Und mit einem Vorschub von 500 mm pro Minute und einer Umdrehung von 12.000 hat das eigentlich super funktioniert. Eigentlich wollte ich die Höhenantastung und die Kantenantastung noch mit in das Video reinnehmen, aber das wird dann viel zu lang. Und deswegen werde ich das dann im nächsten Teil sehen. Da werde ich auch noch zeigen, wie man mit der Optik messen kann, vor allem auch an schwer zugänglichen Stellen. Außerdem wird G68 ein Thema sein. Es ist zum Beispiel möglich, ein Werkstück einfach auf einen Vakuumtisch zu legen, ohne es auszurichten und dann mit drei Punkten ein Koordinatensystem festzulegen, also die Ecke zu finden und das Koordinatensystem zu drehen und dann in diesem neuen Koordinatensystem zu fräsen. Das geht dann auch alles automatisch über die App. Ich denke, das wird dann ein interessantes Video und hoffe, dass ihr auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Anton. Ciao.